Über Seeweg gehst zum anderen Kontinenten. Eingehüllt in schönere Uniformen. Besonders, man kann relativ gute Sachen von dem als Prämie bekommen, wenn man das richtig gut macht. Aber, ja, Menü und Wechseln. Das hat alles für mich kaputt gemacht. Das Abrechnen ist okay. Das ist ja wie bei normalen Tasten, Kreis und X im Endeffekt. Aber Viereck und Dreieck, Alter. Besonders, ich kann auch mit viel besser arbeiten, wenn da Viereck und Dreieck stehen würde und nicht dieses Wechsel im Menü. Das macht mich ganz kirre. Eta. Schön. Ich arbeite schon verdammt hart. Du. Ganz ruhig. Ich arbeite schon verdammt hart. Du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Der will uns eh nur rumkommandieren. Ich hab dich gesagt, dass du irgendwas besser machen musst? Hab ich das? Also, ich glaube nicht. Ich bin's, Aerith! Hey Cloud, hast du das Luftschiff in Yudon gesehen? Ich wusste, dass es groß ist, aber ich dachte nicht, dass es so groß sein würde. Das ist echt ein Ding! Ob ich da mal mitfliegen kann? Ich nehme dich irgendwann mit. Wart's mal ab. Wow, ich freue mich richtig drauf. Oh, ich bin so Aerith. Versuch bloß nicht, mich aufzuhalten. Der neue Präsident wird sehen, was ich leiste. Ich hatte nicht vor, dich aufzuhalten. Ach, manchmal. Da oben müsste tiefer sein. Jawohl, Sir! Alles ruhig, Sir! Aber weißt du, ich hasse diese Uniform. Uniform, Soldaten, Krieg, ich hasse das alles. Sehen dir alles, Menschen, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden. Nicht wahr, Cloud? Schwierige Frage. Im Endeffekt tun die Sachen erfüllen, die andere von ihnen erwarten. Und es gibt solche Menschen, die das wirklich auch alles wollen. Klar, aber es gibt auch Menschen, die wollen das eigentlich gar nicht. Und einfach nur wegen Existenzängsten, ganz ruhig, sowas machen, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen. Das ist halt ihre Arbeit, ne? Deswegen, ich weiß nicht. Cloud, diese Uniform hat dich verändert. Erinnert es dich an die Zeit, als du Soldier warst? Ich hoffe nicht. Nee, tiefer, so meine ich es ja gar nicht. Das Shinra weg soll, das ist klar, aber wenn ich jetzt an die echte Welt denke, gibt es auch welche, die das Land beschützen. Hört sich jetzt echt vielleicht doof an, aber. Ach, man könnte vielleicht ziemlich lange über sowas diskutieren. Hey, hey, was ist los, Mann? Du hast echt keinen Pep. Ein Seemann muss Pep haben. Ich bin müde. Irgendwas fehlt. Lass mich in Ruhe. Bei denen konnte man, glaube ich, einkaufen. Hey, hey, was meinst du mit fehlt? Ich wusste es. Tja. Da oben ist Nanaki. Ich bin's. Nanaki. Ich schwanke zwar hin und her, bemerken jetzt aber niemand. Menschen schauen eben nur auf das Äußere. Allein durch diese Uniform gebe ich doch schon einen prächtigen Menschen ab. Ja. Besonders mit diesem Schwanz. Das wird niemals auffallen. Alle werden denken, du bist entweder ein Geistesverrückter, der. Ich weiß auch nicht. Der rumtanzt. Obwohl, ich könnte ja noch mit denen da vorne reden. Oh Mann, wir haben es fast bis Costa del Sol geschafft. Wenn ich dort ankomme, nehme ich mir meinen wohlverdienten Urlaub. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und lege mir etwas Farbe zu. Ja, mach das. Ich glaube, man muss mit allen reden.
Hey, mach dich an die Arbeit. Sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidegger sind an Bord des Schiffes. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Hatte ich auch nicht vor. Mein Gott. Hey Cloud, hast Barrett gesehen? Ich hoffe, er stellt keinen Blödsinn an. Ja, das hoffe ich auch. Aber... Du kennst ihn. Ich kenne ihn. Natürlich will er Blödsinn bauen. Gut. Ah, ich wusste es doch. Ich muss erst wieder runter. Ach, Barrett. Du siehst aus wie ein richtiges Marshmallow. Schau, Cloud. Es sind Rufus und Heidegger. Sie sind so nah und doch können wir nichts machen. Oh, wie kann er so lachen? Ihretwegen sind Bix, Wedge, Jesse. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich mache sie kalt, auf der Stelle. Notfall, Alarm, es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal, das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole, es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal, das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Verdammt, haben sie uns entdeckt? Nein, uns beide meinen sie wohl nicht, dann vielleicht. Tiefer, und die anderen? Beweg deinen Hintern, los Cloud. Loskomm, Cloud. So rum. Oh Gott, gleich kommt der Kampf. Oh Gott, gleich kommt der Kampf. Okay. Obwohl, ich wollte eigentlich nochmal die Ding machen. Ja. Ja. Ach, was soll's. Diesen tollen Auftritt wollte ich da vielleicht nochmal nachholen. Vielleicht lasse ich auch, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Alles klar? Alles in Ordnung? Hm? Es sind alle da, oder? Hey, Moment! Soll es heißen, dass diese verdächtige Person... Sephiroth! Wirklich? Woher soll ich das wissen? Lass es uns herausfinden. Das ist doch das Naheliegende. Also, wer geht? Ja, also da, ja, da und so und ja. Ich will die beiden Mädels mit. Auf jeden Fall Everett. Weil sie braucht auf jeden Fall noch Level. Welche Tiefe? Wie weit ist Tiefe eigentlich? Ich würde gerne noch einen Level 15er mitnehmen, also entweder Nanaki oder Tifa. Schwierig. Sephiroth. Na, dann los. Also erstmal du mir hier... Ach klar, ich hab doch extra Rüstung für Tifa gekauft. Ach, was soll's. Ich glaube, nimm mal das Gift. Genesung. Ja klar, Tifa hat ja alles andere. Oder? Ah, toll. Das bringt mir natürlich gerade gar nichts. Tiger, ich brauch dein Zeug. Nimm mich mit.
Aber er wird eigentlich noch irgendwas? Jetzt habe ich den beiden schon die besten Sachen gekauft. Ich glaube, ich nehme doch wieder die beiden Mädels mit. Ah, ja. Man kriegt tiefer noch ein Level. Und Eric braucht auch auf jeden Fall noch ein Level. Vitalität. Ja, auch nicht. Kälte, Hitze. Warum hat tiefer Feintechnik? Klar. Ich bin auch doof. Kälte. Hatten nicht zweimal Blitz. Nee, wir hatten zweimal Hitze, klar. Habe ich gerade eigentlich schon das neue Schwert gegeben? Ich hätte doch das gekauft, oder? Nein, ich habe das gefunden. Nein! Ah, sehr geil. Gut. Ja, okay, ist ja nicht so viel. Was soll's. Das erklärt halt ein bisschen wenig. Warte, was? Das wird schon gehen. Wir brauchen nur eine andere Zweierstadt. Ich glaube, da können wir dann Ehrgeiz seins. Ihrs. Nicht seins, sondern ihrs nehmen. Everett. Da. Wirklich? Seriot? Warte mal. Aber wollte ich doch gar nicht. Hat also auch das Titan. 4 Slots, 2 zusammen. Zum Glück hat sie da oben noch so was zusammen. So. Das hätten wir. Tun wir sie mal voll pumpen. Schutz, Hitze, Schiefer. Und kriegt Cloud Master Feintechnik. Und kriegt die für die andere Feintechnik, die ich jetzt irgendwie. Hatten wir nicht 2 Stück? Hä? Jetzt wirklich? Hä? Hab ich auch versehen Barrett die gegeben? Wahrscheinlich habe ich sie nicht Barrett gegeben, sondern Nanaki, aber okay. Oh Mann.
Okay. Tatsächlich. Ich will so gut wie möglich alle Substanzen mitnehmen. Damit es alles schön brav gelevelt wird. So. Jetzt aber, meine Damen. Kriegt ihr noch alle Materia. Und dann ist alles gut. Kälte und Hitze. Gift. Ah, ich wusste doch. Ich hab doch noch. Weil wieder nur Bio oder oh, Scheiße. Welche Sorten mehr? Das hat 400. 400 und tiefer ES hat 700. Okay. Passt das ja. Sorry. Tiefer kriegt jetzt erstmal Bio. Schokoboköder können wir. Obwohl, können wir eigentlich einfach rausrüsten, würde ich sagen. Ah, ich wusste es. So, wir haben Hitze, Kälte, Genesung. Schutz, Schiefer, Gewitter, Flammendingsbums, also feines Technisch. Gift, Schokomok, Köder, passt auch alles. Passt auch alles. Wir sind breit. Wir sind sowas von breit. Und ich speichere jetzt doch, weil ich keinen Bock habe, das alles nochmal von vorne zu machen. Ich immer mit diesem blöden Menü drücken. Das passiert mir irgendwie öfters, als mir selbst lieb ist. Wo habe ich denn da eigentlich gespeichert gehabt? Das war nach dem Auftritt oder davor? Ich weiß es gerade nicht. Ach, ich speichere das jetzt einfach, was soll's. Das sind ja nur 5 Minuten auseinander in einem Effekt. Gut. Ah, das hat jetzt gedauert, meine Güte. Mädels, los, los. Wir geben hier jetzt mal voll Gas und so. So meinte ich das zwar nicht, aber okay. Also jetzt willst du mich aber verarschen. Doppelt hält besser? Das sollte das jetzt. Danke, dass du ihn wieder aufwächst. Finde ich sehr liebensgewürzig von dir. Und danke fürs Limit machen. Investierst du jetzt? Du hast Glück, sonst hättest du jetzt noch den schönen Flammenwerfer abbekommen. Ich würde sagen, wir geben jetzt noch die Beruhigungsdingsbums. Der Maschinenraum. Ein verdächtiger aussehender Typ. Nein, nicht möglich. Er kein Mensch. Er ist kein Mensch. Tjo. Ihr seid voll gemein.
Ich hab's verstanden, so ist es nicht. Ich hab's verstanden. Meine Güte. Eigentlich wollte ich nur diesen blöden Kampf hinter mich bringen. Ich muss doch noch rendern und hochladen. Beyond wartet auch noch auf mich. Leise. Das reicht dann auch. Dankeschön. Immer auf meine Arid. Jetzt steht einfach. Na endlich. Dankeschön. Wunderschön. So. Objekt, dann brauchen wir Hyper. Dann geht die Party los. Wir hätten auch zwar zuerst hochgekonnt, aber ich glaube, das ist egal. Sevillard? Nein, nicht Sephiroth. Nach langer Ruhe ist die Zeit gekommen. Mich wundert, dass er gerade meine Mutter an der Tür geklopft. Sieh nur, Cloud! Sephiroth, du lebst! Wer bist du? Du erinnerst dich nicht an mich? Ich bin Cloud! Cloud. Sephiroth, was denkst du? Was hast du vor? Die Zeit ist reif. Was? Was sagst du? Da läuft dein Wort wirklich klarer aus. Oder sowas in der Art, aber... hat einfach weggedrückt. Also nicht ich, sondern das blöde Spiel. Wir machen das. Fast. Aber nur fast. Das Ding macht ganz schön Aua. Also ich meine, das junge, ganz so Chinova-Ding da. Okay, ich habe auch kein bisschen gelevelt, muss man dazu sagen. Aber das ist auch normal. Ich level eigentlich sehr selten. Und dann nur, soweit es nötig ist. Jetzt aber gefährlich werden. Ich bin gerade ein bisschen unvorsichtig. Ich gebe es zu. Aber bisher bin ich eigentlich immer so klar gekommen. Sehr selten der Fall, dass ich sterbe. Fast. Okay, schauen wir mal. Ach ja, so viel nervt. So auf meinem... Ach, vielen Dank.
probieren wir mal Bio. Dachte ich mir. Probieren wir es mal. Na, alle. Fitz mag's wohl nicht so. Aber machen wir euch nochmal Fitz. Oh, das könnte wehtun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dieser behinderte Laser, ey. Fuck, bisschen zu früh. Ah, naja, zumindest mehr Hits. Was also nicht fassen ist. Na super. Ich überlege gerade, wie lange das anhält. Kann man den nicht rausschlagen oder so? Na, ging leider nicht. Okay. Die Schiefern auch gerne geholt. Fuck, aber Mist dabei. Hat die jetzt überhaupt zweimal zugeschlagen? Also Kiefer meine ich jetzt. Dann habe ich es auf jeden Fall nicht gesehen. Du Anton, du Barbarossa. Ganz ehrlich. Art, wo ich Schiefer holen wollte. Jetzt schmoll ich. Fies. Unfair. Weiß auch immer, Anton. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Chinova, der Arm von Chinova. Chinova? Mit sowas läuft er herum? Das sowas ist seine Mutter. Ist dir das bewusst? Also war es Sephiroth. Er sagte, es sei Zeit für irgendwas. Die Zeit ist reif.
Ich versteh's nicht. Ich versteh nix. Cloud, kannst du uns das... Kannst du... ganz ruhig. Kannst du es uns... Kannst du uns das erklären? Ganz ruhig. Kannst du uns das erklären? Ich werde es versuchen. Aber bitte, keine Unterbrechungen. Zephyr zog los, um das verheißene Land zu finden, um Herrscher des Planeten zu werden. Das war vor 5 Jahren. Dann kam Zephyr zurück und tötete Präsident Shinra. Und gerade eben haben wir alle Zephyr gesehen. Er hatte Chinova bei sich. Was logisch klingt, er will ja mit seiner Mutter, Chinova, ins verheißene Land. Ich denke, das ist alles. Hafenarbeiter, wir legen 5 Minuten Costa del Sol an, bereit zum Festmachen. Vielleicht sollten wir lieber verschwinden. Wie, ich komme jetzt noch in den Kampf. Ich bin nämlich gerade alleine. Ich glaube, hier oben kommt gar kein Kampf. Windklinge! Yay! Yeah. Noch ein Schwert, womit ich nichts anfangen kann. Obwohl, ich glaube, war das sogar ein bisschen besser? Moment mal, Windklinge? War das nicht was für Cloud? Ah! Okay. Die Figur habe ich noch nicht. Zephyr lebt. Das verheißene Land. Existiert es wirklich? Tja, das ist wohl die Fragen der Fragen. Existiert das verheißene Land wirklich? Aber erst gucken wir mal zu, wie das Schiff sehr seltsam einparkt. Dass keiner deswegen so komisch guckt, weil die mit normalen Sachen rauskommen. Verdammt, echt heiß hier! Aber ich fühle mich besser, weil ich mich jetzt von diesem Matrosenluft verabschieden kann. Hör mal her, seht zu, dass ihr euch unter das Volk mischt. Oh, schade, Barrett sah so süß aus. Im Matrosenkluft. Was meinst du mit süß? Finde ich auch. Barrett benutzt ja doch als Pyjama. Oder, Cloud? Bin ich jetzt ein Spielverderber oder bin ich kein Spielverderber? Ach, ich bin kein Spielverderber. Ich bin mal so. Hahaha, du sahst aus wie ein Bären-Marshmallow-Kostüm. Sag ich doch. Zum Teufel, ich bleib mal in meinen Klamotten. Also halt's Maul. Schnauf. Würdet ihr euch bitte beeilen? Die Hitze trocknet meine Nase aus. In Ordnung, wir machen eine Pause, bevor wir weitergehen. Geht nicht zu weit weg. Ich gehe, wohin ich will, verdammt. Fühl dich nicht so auf. Meine Mähne ist verfuschelt. Ich suche mir ein kühles Fleckchen. Oh, wie süß. Ja, liebst du mich jetzt hier noch alle anquatschen und so? Ach, wir quatschen noch eine Runde. Ich bin so cool. Schön. Es sieht ganz gut aus, oder? Oh, keine Bange, ich meinte nicht dich. Ich meine Präsident Rufus. Charmant, reich, blond, schicker Blazer. Ja, total. Armes Nanaki, wie er sich da... Oh. Ach, ich muss mal hier hoch.
Geht das noch ein Stück langsamer? Das war vielleicht eine lange Bootsfahrt. Gute Arbeit von allen. Beeil dich damit. Ja, Sir. Ja. Ich bin Heidegger, ich bin behindert und fett und ich lache wie gegen Scheißdreck. Ich habe gehört, Zephyrd war an Bord. Ja. Und es scheint, Cloud und die anderen waren auch an Bord. Ja. Sind uns alle durch die Lappen gegangen? Diesmal hast du es wirklich großartig vermasselt, Heidegger. Ich bin sehr beschämt. Ist das alles? Einsilbige Antworten geben und für alles entschuldigen? Fertig zur Abfahrt, Sir! Rufus, du solltest ihn feuern. Tu was, ich will Resultate sehen. Und es bringt dir einen Scheißdreck, wenn du immer andere Leute schlägst. Fettsack. Mit viel zu großen Füßen. Das ist ein fetter Clown. Ganz ehrlich, sogar wenn Heidegger wunderschön aussehen würde, ich würde ihn hassen. Einfach für seinen behinderten Charakter. Unerträglich. Ich überlege gerade, gibt es hier überhaupt irgendwo einen Speicherpunkt? Wenn ich ehrlich sein soll, erinnere ich mich an keinen. Also jetzt hier in Casa de Sol. Oder? Babbit! Oh, oh! Ach! Das ist ein Clown. Marlene, alles okay? Papa zieht an, wenn er dich besucht. Papa zieht an, wenn er dich besucht. Zieht es an, wenn du meinst. Oho. Ja, das fängt wieder von vorne an. Sag's echt nicht gern, aber ich glaube, hier drin gab's gar keinen Speicherpunkt. Naja. Der einzige Ort, der mir noch einfallen würde, wäre dem Haus. Das wir uns beziehungsweise auch diesmal kaufen werden, so nebenbei erwähnt. Ich habe das ja letztes Mal nicht gekauft. Also nicht im Let's Play gekauft, sagen wir es mal lieber so. Das werden wir aber dann... Ja, Sir! Oh, diese Bäcke sind gratis. Bitte bedien dich. Mach ich. Ja. Aber diesmal werde ich im Let's Play dieses Haus dann auf jeden Fall kaufen. Aber ja, hier gab es leider keinen Speicherpunkt. Und den Rest will ich jetzt erst später machen. Den sprechen sehen wir uns jetzt auch erst im nächsten Teil von Let's Play Final Fantasy 7. Ich bedanke mich und wir sehen uns. Also, bis dann. Tschüss.